so halb stimmt's. Ich meine, wer jetzt irgendwie so 200 Saufbilder, na, ein bisschen übertrieben, aber auf Facebook postet, der muss sich nicht unbedingt wundern. Oder irgendwelche Partybilder, weiß ich nicht was. So, Name, Adresse, ach, Single-Börse hatten wir schon. Psychotest, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail, IQ und IP-Adresse. Ah, da unten kam auch was Neues. Krankenakte. Also hier kann man auch noch jede Menge Sachen durchlesen, aber wenn ich die jetzt, kann ich vielleicht gleich nochmal, wenn ich darauf warten, dass hier die Energie wieder voll wird, durchlesen, aber ansonsten, müsste ich dann gleich auf jeden Fall was zwischendurch trinken. Ganz heimlich, sage ich euch nicht, damit, das ist ja nicht nötig, nein, aber, ne? Und B dauert es halt. So, die Sachen aufladen könnte ich zwar machen, dauert aber ein bisschen. Lesen wir mal vor. Das ist interessant. Fangen wir von oben an. Schuldenkredite. Oh Gott. Ob Ratenzahlung für den Protzfernseher, Autoleasing oder gar die fette Häuslebauerkredit. Viele Leute sind verschuldet, besonders heikel, wenn ein Kredit für die Rückzahlung eines anderen Kredits aufgenommen wurde. Was für Staat und Konzerne ganz normal ist, geht bei Privatpersonen gar nicht. Sind die Schulden im Verhältnis zum Einkommen und Einkäufe landen? Also, ja. Sind die Schulden im Verhältnis zu Einkommen und Einkäufen, landen die Leute auf der schwarzen Liste und niemand will mehr Geschäfte mit ihnen machen. Besonders interessant für Banken, Versandhäuser, Online-Shops und etwa Mobilfunkanbieter. Einkommen. Höchstverdiener, Mittelklasse oder hart an der Armutsgrenze. Ob das fair ist oder nicht, interessiert uns nicht. Keine Frage, die Leute verdienen sehr unterschiedlich. Das prägt ihr ganzes Leben und meist auch das ihrer Kinder. Ob Unternehmerlohn, Sklavenjob, Arbeitslosengeld, Pension oder Unterstützung durch die Familie für die finanzielle Situation ihrer Kunden interessieren sich viele. So, war ich so froh, dass ich es fast durch hatte. Habe mich nur sehr verhaspelt, Entschuldigung. Ja, wie man gesehen hat, handfeste finanzielle Informationen, die sich natürlich dann hier gut machen. Verkaufen wir gerade mal unseren begierigen Kunden. Und ich meine, es geht ja noch weiter, wenn man überlegt halt so, was alles beeinflusst, wie viel man verdient und auch so im Sozialen. Also, es gibt eine Studie, die sagt zum Beispiel, dass tendenziell Leute, die mehr Geld haben, sind meistens auch gebildet und dadurch gesünder und leben länger. Genauso wie sozialer Aufstieg oder besser gesagt von der Schule her, dass zum Beispiel 30% soziale Herkunft bei Versetzungen beeinflusst, ab halt Hauptreal oder Gymi. Nur als kleiner Nebenkick, Sidekick, Kickside, es, boah, was? Okay, weiter, bevor ich noch mehr Müll rede. Ah, Level Up, passt ja genau. Muss ich nicht vorlesen. Nee, also, mal weiter. Bezahlte Postings. Ach ja, 25.000 Profile, ein Minus bei Risiko und 120 Aufladung. Check, check, Mann. Dir ein paar Online-Sklaven und lass sie unter falschen Namen deine Produkte bejubeln, so rum. Eine kleine Dosis Kritik darf schon mal dabei sein. Dann wird's glaubwürdig. Das hatten auch, also jetzt nicht bezahlte Posting, immer sind mich interessiert. Ach, erinnert mich gerade an GTA 5. Aber auch bei 4 haben sie auch schon angefangen. Rockstar Games hat das gehypt, unter anderem auch mit Negativschlagzeilen, was ich auch interessant fand. Die haben auch eine positive, klar, Kampagne mit diesen Werbespots und aber auch eine negative, wo dann halt negative Sachen erzählt wurden, einfach irgendwie, um dann zwei Extreme zu haben, die Leute, die sich dafür interessieren und es kaufen. Was man ja sagen muss, bei GTA 4 und 5 sehr, 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 sehr gelohnt. So, stell einen scheinbar unabhängigen Produktvergleichstest ins Netz. Du bist dabei natürlich Sieger, wenn auch nur knapp. Vergleichstest, 13.000 Profile, ein Risiko minus und 10 Aufladungen. Stiftung Warentest, made by Produkt. Ein Manager. 7.000 Profile und 40 Aufladungen. Auf Dauer kannst du nicht alles selber machen. Stell einen Manager ein, der sich um alles kümmert und dein Team in den Arsch tritt. Ja, sicher. Hallo? Managerin. Auf Dauer kannst du nicht alles selber machen. Mit einer Frau in der Führungsetage läuft dein Team also erst so richtig wie geschmiert. 8.000 Profile, sogar 1.000 mehr als ihre Kollege und 30 Aufladungen. Wer hat da 40 Aufladungen? Okay, dafür ist er teurer. So,
kassieren wieder ab. Ah, hier die zwei Brücken, mittlerweile um die 500. Mobil-Discount, warum ist mehr Einkommen, Schulden und Kredite und so. Aber gut, das kommt noch, das kommt. Wir machen das große Geld. Get rich oder die. Was? Ich weiß schon gar nicht mehr. Den Film habe ich sogar gesehen. Die trying? Mehr müsste sein. Werd reich oder stirb dabei. Es zu versuchen. Ach ja, wir haben wieder voll, weil, also unsere Energie, weil wir wieder Level Up haben. Ah ja, es fängt natürlich im Original natürlich auch bei Level 1 an. Wir sind hier bei 5 gestartet, ne? Nur so 2 Stunden später. Naja, 2 Stunden übertrieben. Nein. Was? Achso. Ach, kein Geld. Ich würde schon sagen. Gut. Kein Geld, das kommt hin. Was haben wir denn hier? Schwester Elfriede. Name, also die hat die Zugriffe auf die Datenbank im Krankenhaus. Name, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Vorname, Gewicht, Körpergröße, Kacknackte und chronische Krankheiten. Also damit kann es dann problematisch werden, weil ja, Deutschland geht es noch mit Krankenversicherung, aber da müsste man, ich überlege gerade, beeinflusst das? Also ich habe meine Krankenversicherung natürlich auch gewechselt, so zur Ausbildung hin und nachher wieder zurück und so. Muss ich auch sowas angeben. Wobei mir war dann nicht viel. Daher weiß ich nicht, ob das irgendwas beeinflusst, aber könnte sein. Nachname, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail und Vorname durch das Gewinnspiel. Ah, Frau Bayerwurz. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Vorname und Besuch der Schule. Ach, bevorzugte Computergames, Casual Games, Strategie, Online-Rollenspiele oder blutrünstige Ego-Shooter. Manche behaupten ja von den bevorzugten Computergames ließen sich auch den lass sich auf den Charakter schließen. Das ist zwar umstritten, den Glauben wollen wir ihnen aber auf keinen Fall nehmen und geben ihnen, was sie wollen. Für Cash, natürlich. So, Petzold bringt Name, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail, Vorname und Solarienbesuche. Ab auf den Assi-Toaster und so. Ja, das kommt aber ordentlich Informationen. Und im größeren Team bringt es noch mehr Informationen. Psychotest hatten wir auch schon. Ja, zu Computer Games ist auch interessant. Also ich meine, das beeinflusst ist ja schon, dass Leute mit verschiedenen Charakteren eher, aber das kann man sich auch nicht so allgemein sagen oder so. Ja, verallgemeinern ist ja schon, weiß ich nicht, jemand, der Shooter spielt, ist nicht unbedingt automatisch aggressiv. Und derjenige, der Rollenspiele spielt, nicht unbedingt der Träumer, obwohl das durchaus. Ja, was wäre ein bisschen übertrieben. Also Rollenspiele schon eher ein bisschen aggressiver, obwohl da fragt man sich wieder, was Aggressivität ist. Ne? Vorteilsclub lade ich noch nicht auf, da warte ich gerade mal ein bisschen auf Geld und dann. Wie machen wir jetzt hier? 36 XP? Ja. Ich hatte gerade AP im Gesicht. Also, vor Augen. Im Gesicht. Affenpunkt. So, 3000. Partnerbörse. Team. Grafiker. 10.000 Profile. Wow. Und 60 Aufladen. Dein Projekt muss von vorne bis hinten durchgestylt sein. Dann ist der Erfolg sicher. Dafür benötigst du Grafikerinnen, die wissen, was die Leute sehen wollen. Und die Grafikerin. Ja, eigentlich nur dasselbe. Programmierer. 8000 Profile, 50 Aufladen. Ach, das habe ich bei ihr gar nicht geguckt, aber es brachte so ähnlich wie ihr Kollege wahrscheinlich. Die Technik ist entschieden im Datensammel-Business. Ist entscheidend, entschieden. Damit alles funktioniert und dir kein Profil verloren geht, brauchst du Programmierer, die die Maschine am Laufen halten. Nochmal Programmierer. 12.000 Profile, 70 Aufladen? Bei dir im Unterschied. Okay. Also Unterschiede. 1.200 Euro, habe ich noch 10 Dollar über. 18.000 Profile, wow, und 80 beim Aufladen. Nicht alle Menschen geben ihre Daten ganz freiwillig her. Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung sind hier sehr nützlich. Ein wenig Manipulation scheint nie. Also kann man das machen.
Und jeder weiß, jeder ist manipulierbar. Nur manchmal ein bisschen unterschiedlich. Anwalt. 11.000 Profile, minus ein Risiko und plus 60 dafür allerdings beim Aufladen. Damit du bei der Profilsammelei auf der sicheren Seite bist, brauchst du einen guten Juristen, der deine trickreichen Formulierungen auf Herz und Nieren überprüft und kritische Stimmen im Grund und Boden klagt. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Oh, 950, bisschen teurer grad. Okay, ich habe noch drei, dann... Ja. Dann lese ich das mal vor, noch ein paar. Und notfalls, wenn ihr noch Interesse habt, könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mal ein Let's Read Datenbank Inhalt machen oder so. Also, da bin ich ja flexibel. Ernährungsverhalten. Raue Mengen an Fleisch oder hauptsächlich vegetarisch. Das wäre auch ein interessantes Thema. Wie haltet ihr das? Die Leute zugucken. Also ich persönlich bin so, ja, also raue Mengen Fleisch auf keinen Fall. Ich esse eher lieber ein bisschen weniger Fleisch, aber schon etwas. Aber vegetarisch oder Gemüse so, ja, schon gerne. Chips, Cola oder jeden Tag Tiefkühlkost oder Bio. Ja, dann doch eher Bio. Leicht oder mit viel Gemüse. Was? Ach so, ah, okay. Ja, doch eher mehr Gemüse. Aus einer Liste der Einkäufe lässt sich Ernährungsprofile erschließen, aus denen sich mit deiner gewissen Sicherheit auf Gesundheitszustand und Prognosen schließen lässt. Nach Gesundheitsprognosen, ja. Der erfasste Zeitraum muss gar nicht so lang sein. Ein paar Wochen genügen in der Regel. Ja, habe ich ja quasi schon gemacht. Obwohl, ja gut, letztendlich weiß ich ja schon, was eher als positiv angesehen wird. Also könnte ich natürlich auch total lügen, aber gut. Was natürlich auch sowas ist, ist, ich habe auch mal, es ging auch um Überwachung der CIA und so, in einem Artikel gelesen, dann ging es auch darum, dass, das war, glaube ich, eine Frau, auch irgendwie dann sehr, sehr, sehr viel geschrieben hat, dann auch irgendwie von wegen, ich sonne mich gerade nackt auf der Terrasse oder so, was natürlich Schwachsinn war. Und dann halt die zweite Methode ging es halt um entweder komplett verschließen mit Verschlüsselung der E-Mails und oder Facebook abmelden und oder halt ein Profil, was so viel beinhaltet, was einen gewissen Prozentsatz zu 30 oder so zu 40% gar nicht stimmt, dass man da auf nichts mehr schließen kann, war dann halt so die Überlegung, was sinnvoller ist. Fand ich auch eine interessante Überlegung, weil die verschlüsselten Sachen können nun mal geknackt werden. Also es gibt wahrscheinlich keinen Knot, die... Moment. CIA? Knot? Ah, keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Es gibt wahrscheinlich keinen Code, den die CIA nicht knacken kann, wenn sie wollen würde und wenn es natürlich im Verhältnis steht. Also ich meine, mit Top-Touristen, da machen sie mehr Aufwand als bei Karl-Heinz. Ne? Das ist ja klar. Nein, oh, diesmal müssen wir mehr zahlen. Hätte ich mal gucken sollen. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 500. Jetzt habe ich gesehen, es war auf jeden Fall vierstellig. Ja, gut. Naja. So. Dann werden wir gleich aber mal wieder hier ein bisschen Lücken füllen. Zum Glück bringt das auch XP. 82. Boah. Also, ihr seht, es wird schon ein bisschen länger. Dauert ein bisschen. Bisschen was, aber gut. 197. 82 zum Integrieren. Gut, integriere ich gerade mal und dann Computer, Spiele, Kreditkartennummer. Kreditkarten sind super, sobald diese beliebige Online-Zahlungsmittel ist, ins Spiel kommen. Beliebte. Verdammt. Kreditkarten sind super. Sobald dieses beliebte Online-Zahlungsmittel ins Spiel kommt, hast du gewonnen. Ja, denn in diesem Spiel kannst du sicher sein, dass du ziemlich zuverlässige Angaben zur Person geliefert bekommst. Ganz abgesehen davon, dass der illegale Handel mit Kreditkartennummern floriert. Ob du dich dann darauf einlässt, solltest du dir dreimal überlegen. Einen Moment kurz. Gegen den trockenen Mund getan.
Gewicht. Magersüchtig oder voll fett. Oder eher okay. Übergewichtige Menschen haben etwas, haben es zwar schwer genug und an die retuschierten Models, ach so. Und an die retuschierten Models aus der Werbung kommt eh niemand ran. Aber sorry Leute, aber was? Aber sorry Leute, aber wer aus, ach so, aber sorry Leute, aber wer aus der Norm fällt, ist halt oft unerwünscht. Das Gewicht ist eine lukrative Information für alle, die mit Gewicht zu tun haben und auch für manchen Arbeitgeber nicht ganz uninteressant. Ganz zu schweigen von gezielten Produktwerbungen für Dicke. Esse jetzt diesen fetten Fleischburger von Fleischburger. Hab, Sub, Mick, Fit,